Ja, hallo, ich bin's Vagant und heute gibt's mal kein Unboxing-Video oder so, sondern es haben einige Leute aus der Community auch per E-Mail geäußert, dass sie dann doch mal ein bisschen was über mein Equipment erfahren möchten. Und da mache ich jetzt mal ein kleines Video. Es geht in erster Linie, stelle ich jetzt mal kurz meine leistbaren billigen Airbrush-Pistolen vor, das Airbrush-Zubehör, wie meine Airbrush-Kabine und den Kompressor oder umgekehrt. Ich mache die Kabine wohl zum Schluss. So. Also bei dem Equipment, was ich habe, fange ich an bei den Airbrush-Pistolen. Die habe ich hier für einen Zehner geschossen, also mehr kostet die wirklich nicht. Ich habe die jetzt extra mal eingepackt und die Verpackung rausgekramt. Normalerweise behalte ich die so in einer separaten Kiste und pack die nicht alle wieder ein. Also in dieser Box, die ich für 10 Euro gekriegt habe, befindet sich halt diese Airbrush-Pistole. Ja, was soll ich dazu sagen? Also dafür, dass sie so billig ist, ist die eigentlich ziemlich gut. Die Striche, den Sprühbereich, den sie hat, das weiß ich jetzt gar nicht, welche Düse da drauf ist, genau. Auf jeden Fall benutze ich die eigentlich zum großflächigen Lackieren, also Tarnbemalung und sowas mit Masken ist. Und ja, dafür benutze ich eigentlich die. Und bei 1,8 Bar und bei Grundierung ja, bis Maximum 2,1 Bar grundiere ich damit und das funktioniert wirklich gut. Und dieser Schnellverschluss, der gehört normalerweise nicht dazu. Die habe ich mir geholt, weil das einfach praktischer ist. Ich habe hier diesen Textilschlauch. Dieser war zufälligerweise bei der anderen Airbrush-Pistole, die ich gleich zeige, dabei. Und da musste ich mir nicht glücklicherweise noch einen kaufen. Aber diese Schnellverschlüsse, die habe ich überall dazu geholt. Da ist sogar noch ein bisschen Luft drauf, glaube ich. Hört man ja. Kompressor ist angeschlossen, aber ist aus. Und schon leer gelutscht, ne? So. Ja, das war Airbrush-Pistole Nummer 1. Ich pack die jetzt mal weg. Wie gesagt, 10 Euro habe ich dafür bezahlt und ich bin eigentlich ganz begeistert davon. Also so. Mal wieder wegpacken hier. Die nächste kam in diesem großen Karton. Dachte ich denn, oh, Nobel und so. Und für die habe ich bezahlt, ich glaube, also mit Porto 25 Euro oder sowas habe ich bezahlt und das war es dann auch. Also so teuer war die auch nicht. Aber vom Zubehör halt ein bisschen besser ausgestattet als die andere. Hier ist so eine kleine Explosionszeichnung. Ha, ich mache ein Unboxing. Die ist schon ein wenig besser als die andere, auch wenn das eine China, in Anführungszeichen, China billig Airbrush-Pistole ist. Ist das Set doch sehr umfangreich. Es ist hier, falls man so einen nicht schon am Kompressor hat, was bei mir der Fall ist zufälligerweise, ein Wasserabscheider, den man unten dran schrauben kann. Der ist sehr wichtig, um diese Wasserbläschen so zu vermeiden auf dem Modell. Zur Airbrush-Pistole selber. Die ist jetzt bei mir mit der, ich glaube, mit der 0,25 mm Düse ausgestattet. Also wenn ich nah an ein Objekt rangehe, kann ich also eigentlich einen recht dünnen Strich hinkriegen. Also. Und sie lässt sich auch sehr leicht reinigen. Ach ja, zu der anderen auch. Also die lässt sich auch wunderbar reinigen. Ich benutze sie nur ausschließlich für Acrylfarben. Die Emailfarben benutze ich überhaupt nicht mehr. Die habe ich ausgesondert, aussortiert. Die Zeit, finde ich, ist vorbei. Braucht man doch alles gar nicht mehr. Nur eben bei Effekten, also wie von MIG oder AK Interactive, da wird das noch benutzt, aber da brascht man nicht, da pinselt man, das sind dann Washes und solche Geschichten. Ja, zum einen, ich weiß nicht, wofür diese Schraube hier unten ist. Wenn niemand weiß, wofür diese da ist, bitte in die Comments schreiben. Ich sehe da keinen Sinn drinne. Wenn ich nämlich die benutze, die Pistole und dran drehe, funktioniert überhaupt nichts. Kein Plan. Vielleicht kann man da irgendwas dran festschrauben oder so. Ich weiß das wirklich nicht. So. In diesem Set dabei sind noch zwei Spitzen mit der Stärke bis also 0,3 mm und 0,5 mm. Die beiden sind halt dabei.
Und das reicht ja alleine nicht so ganz. Deswegen sind dort, das kann man, ich muss die Lampe mal ein bisschen höher machen. Dabei sind dann auch diese der zugehörigen Düsen, die Halter und also dann in ganz klein, das kann man fast gar nicht sehen, diese Mini-Düse da drin. So, also alles in diesem Set vorhanden und ein kleiner Schraubenschlüssel und eben der Druckschlauch, der jetzt hier natürlich nicht mehr drin ist. Ich bin mit der sehr zufrieden. Ist halt kein High-End-Equipment, aber jeder so, wie er sich's leisten kann, richtig? Genau. Ergebnisse sind trotzdem ganz okay. Was mich nur halt immer stört, ist, dass auch bei Farben, bei den fertigen Farben von AK Interactive oder Vallejo, dass die fertig gemischten irgendwie immer so schnell antrocknen, dass ich andauernd am Putzen bin. Während ich brasche, die Düse häufiger reinigen, das setzt sich immer irgendwie zu und härtet aus beim Sprühen. Also, ja, gut. So, das waren die Airbrush-Pistolen und manchmal ist das Zeug dann auch noch dreckig, ne? Und zum Saubermachen habe ich mir das hier schenken lassen. Ich möchte dieses Teil echt nicht missen. Das ist von Revell. Der Airbrush-Cleaner, geliefert wird der in so einer Art Tupperdose. Da ist er geruchsfrei drinne und wenn man dann schnüffelt, dann riecht das natürlich schon nach Lösungsmittel, weil ich benutze das Ding natürlich auch. Und ist eigentlich denkbar einfach der Zusammenbau. Einfach unten das Teil unten reinstecken. Das hier oben drauf. Na, ich mal, da ist was drinne. Ich kann das jetzt nicht so schief halten. Ich hoffe, man sieht das trotzdem. So, und dann kann man. Jetzt brauche ich eine Airbrush-Pistole. Komm, gib mir mal irgendeine Airbrush-Pistole her. So, da, da, da. So, an die komme ich am schnellsten ran hier. Kommst du mal raus aus der Packung und dann sage ich schon, ich komme am schnellsten ran und dann bewegt sich das nicht. So. Airbrush-Pistole. Wenn die halt dreckig ist, und das passiert ja andauernd, auch beim Zwischenreinigen, einfach kräftig hier in diese Halterung reindrücken in das Loch. Also wenn es geht. So, und dann steht die wunderbar drinnen, dann macht man den Deckel ab, Reinigungsmittel rein und dann durchpusten. Und der Überdruck, der wird praktisch durch diesen Filter, der hier drin ist. Hier ist so ein Filtereinsatz, der liegt übrigens auch als Ersatz bei. Es sind zwei Ersatzfilter dabei und dann noch so ein Gummiring hier. So, und ja, damit kriegt man das wunderbar sauber, ohne alles voll zu sauen. Ich finde das also ziemlich cool. Ja, da ist jetzt auch schon einiges drinne. Na, was heißt einiges so? 3 mm hoch gefüllt. Ein bisschen ist da schon so. Also ich finde das ziemlich gut. So, das war, na, schnell wieder einpacken. Och Mann, bin ich jetzt zu doof dazu? Ach ja, diese Plastik-Pipetten. Ja, die gibt das bei eBay für 100 Stück für 3 Euro. Man muss sie also nicht zu. Weil ich weiß gar nicht, was kosten die bei nee, Thomann wollte ich schon sagen. Die kosten so im Modellbauladen so ein 10 Stück 4 Euro oder solche Scherze. Aber über eBay 100 Stück 3 Euro und ein paar Zackte. Ja, das sind die gleichen. Und die sind zum Saubermachen echt super von den Airbrush-Pistolen. Und natürlich zum Farbe mischen und allen möglichen Kram. So, gut, das war das gute Stück. Und nun als nächstes kommt mal mein kleines Aggregat. So, jetzt habe ich die Webcam mal in die Hand genommen. Das ist mein kleiner Kompressor. Kaufpreis liegt so bei 100, 110 Euro rum. Der hat einen 3,5 Liter Luftvorratstank, was sehr, sehr gut ist, finde ich. Und das verhindert, dass das Gerät halt immer am Laufen ist und auch eben, ja, andauernd Lärm produziert halt, ne? Ich habe mich für die Version mit den zwei Kolben entschieden, mit den zwei Köpfen, weil das Gerät ist einfach deutlich schneller voll, also der Tank. Und von der Lautstärke her ist angegeben mit 47 Dezibel. Das ist nicht besonders viel. Ja, was noch? Die normalen Sachen wie der Wasserabscheider, man sieht also ein bisschen Feuchtigkeit, der wird also benutzt.
Restluft ist auch noch vorhanden. So, das Gerät ist auch geprüft. Oh, also ein paar Kilo wiegt er trotzdem. Ich hätte mal ein bisschen Staub wischen können an dem Teil. Ob man das Typenschild sieht. Es gibt eigentlich mehrere, nicht eigentlich, es gibt mehrere Hersteller von dem Gerät halt. Und ich bin damit zufrieden. Es ist kein High-End-Kompressor, aber der tut seine Arbeit und die tut er sehr gut. Also, wenn ihr einen haben wollt, kann ich euch den wirklich empfehlen. Besser als diese kleinen Teile, wo nur ein Kolben dran ist und nur diese Kammer hier ohne das. Also das würde mir echt auf den Sack gehen, wenn das andauernd am Laufen wäre und der Druck ab und zu nicht konstant ist und so. Nee, das muss ich sagen. Ich bin zwar kein Profi-Airbrusher, aber das habe ich auch schon mitgekriegt, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass sie nur das kleine Teil haben. So, okay, das war jetzt der Kompressor und als letzten Schritt wollte ich gerade sagen, als letztes zeige ich euch jetzt meine Kabine. Bis So, gleich. auch für die Kabine habe ich die Kamera eben kurz noch abgebaut, damit ich sie zeigen kann. Ich werde gleich nochmal stoppen, die aufs Stativ stellen, weil ich dann beide Hände brauche. Also aber für die Rundumansicht des Gerätes. So, das ganze Zeug ist aus Kunststoff. Die Firma, die das herstellt, ist Wiltec oder beziehungsweise die vertreibt das. Wird wahrscheinlich in China gebaut, die Geschichte. Da sind so ein paar Aufkleber dran, also Leistungsaufnahme soll auch 47 Dezibel sein, wie der Kompressor. Tatsächlich ist das, wenn man davor sitzt, so, dass man den Kompressor eigentlich weniger hört als die Kabine, aber pff, naja, gut. So, nochmal kurz die Eigenschaften. Die stehen da zwar drauf, da steht modernes Design und sowas, das könnt ihr selber lesen. So, egal. Rückseite, das ist der Ausgang, also für den Lüfter. Der hat ziemlich große Schaufeln, also einen ziemlich großen Durchsatz. Ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube 4 Kubikmeter Luft in der Minute. Das ist schon ganz anständig. Denn hier sehe ich hier drin die Halterung für was da gar nicht eingebaut ist. Da ist nämlich normalerweise ein Kabelabroller drin, ne? In der teureren Version und das sind die Schrauben dafür. Der befindet sich aber nicht in dieser Box. Ich werde das Ding echt mal auseinanderbauen und mal reingucken, was sich dahinter verbirgt dann. Ja, dazu zu diesem Set gab es ein Rohrsystem, also so einen Schlauch, den man hier anbauen kann. Oder so eine Halterung mit einem Schlauch, das kann man dann zum Fenster führen. Aber das ist richtig tief und so viel Platz habe ich nicht. Ich arbeite an einem Schreibtisch. Ich muss auch abends immer alles abbauen. Ich habe keine Werkstatt oder habe den Luxus halt nicht. Und das geht wahrscheinlich auch allen sage ich schon, vielen anderen auch so. Und deswegen ist diese Kabine auch ein Goldbarren, weil die kann man immer wieder abbauen und das mit ein paar Handgriffen, wie ihr gleich sehen werdet. Hier oben in der Version ist hier oben der Stromanschluss für ein Netzteil, welches sich hier drin versteckt. Das ist ja ein bisschen tricky hier mit dem, ja. Ja, das Netzteil hier wieder zu verpacken, wenn man das einmal draußen hatte. Passt aber rein, wie ihr seht. Und ja, dann baue ich das Ding mal auf, dann könnt ihr mal sehen, wie das Teil So, aussieht. Das mit dem Aufbau der Kabine ist eigentlich einfach. Man kippt den Kasten nach vorne. Und bevor ich das weitermache, auf der Unterseite seht ihr diese Leiste. Und da greift ihr einfach runter. Klappt die Leiste nach oben, die ist so fixiert und dann wird das Teil hingestellt, schön weit nach hinten. So, und wenn der Deckel dann offen ist, dann sind hier diese Teile, das ist so eine Platte, die kann man einfach rausziehen und auseinanderfalten. So, dann einfach die Klappen hoch machen. Naja, ein bisschen festhalten ist vielleicht angesagt bei den Teilen, aber ich mache dann immer erst die beiden großen Platten fest. Hier sind so, was du siehst, so Nupsis dran und da sind Löcher und einfach reindrücken, die beiden Teile hochstellen und die Kabine ist im Prinzip aufgebaut. Damit da nicht so viel Dreck reinkommt, also beim Sprühen nach unten, um das ein bisschen sauberer zu halten, lege ich das immer mit Haushaltspapier aus. Bei meinem Set waren noch Ersatz-Luftfiltermatten dabei. Die
Die Kabine habe ich jetzt bei, sagen wir mal, 7 oder 8 Modellen benutzt, mehrere Arbeitsgänge. Ich habe ja nicht so viele Videos gemacht. Der Filter sieht schon so ein bisschen arg aus in der Zeit, aber man sieht immer noch, dass er das immer noch ganz gut abhält, das Zeug. Und wenn ich zunebel, dann wird das richtig schön reingesogen. So, bei diesem Set dabei ist dieser TV-Drehteller oder so, wo ursprünglich mal als solcher konzipiert und dann in dieses Set aufgenommen. Und das ist auch noch ein guter, der ist hier geschraubt. Schönes Teil, stellt man hin und ja, das ist ja so, ihr kennt das ja eigentlich aus den Videos. Modell drauf. Und die Kabine, ach ja, vom Platz, die Kabine ist natürlich nicht so der riesige Killer, aber für alle normalen Modelle, also reicht das. Die Kabinenöffnung ist 41 cm breit und die Höhe, ja, liegt bei 32 cm und ich bin nicht besonders schmal, aber es geht alles echt super. Und beim Airbrushen selber, wenn man mit der Pistole hier hantiert, es ist klar, man soll ja immer in Richtung Absauganlage nebeln, also ist das schon eigentlich super. Also mit dem Drehteller so zusammen sowieso, keine Frage. Ja, das Fahrzeug, das ist auch bald fertig. Kommt bald das nächste Video zu. So. Oh. Ja. Das Gute ist hier, die haben sich den Teller so ausgesucht, dass der auch direkt da reinpasst. Wenn man das Gerät wieder einpackt, dann super Stauraum und das Einpacken. Oh, jetzt fällt mir hier alles zusammen. Ich habe hier so ein bisschen das abgestellt, damit ihr meinen ganzen Müll nicht sehen müsst hier. Naja, gut, hier ist es egal. Die Tastatur steht Ja, egal, aufrecht und die alles ist zusammengefallen gerade. Deswegen musste ich nochmal stoppen. Nein, das war die Tastatur. Ich bin dagegen gekommen und ist ausgegangen. So. Das war meine kleine Airbrush-Vorstellung. Das sind die Sachen, die ich habe. Und natürlich Reinigungsmaterial. Ohne Ende. Ach ja, zum Putzen, zum Reinigen der Airbrush-Pistolen nehme ich eigentlich immer das gleiche. Das ist der Airbrush-Cleaner von Valeo. Gutes Ding, warte ich übrigens auch schon seit fast 14 Tagen auf die Packung. Der Poststreik ist ja, der Streik ist jetzt angeblich seit gestern vorbei. Trotzdem war heute nur ein einziger Brief in der Post, obwohl ich Massen erwarte. Sehr lustig. Gut, ich hoffe, euch hat das gefallen und ich konnte euch ein bisschen Anreiz geben, wenn ihr nicht wisst, was ihr braucht an Airbrush-Ausrüstung, euch vielleicht noch was dazu zu kaufen. Diese Anlage kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der keinen Platz hat und auch keine Lust hat, sich eine Monsterkabine zu bauen, mit irgendwelchen Abluftanlagen von alten Herden und sowas. Das ist zwar alles toll, aber wenn man keinen Arbeitskeller hat, keinen Hobbyraum, dann ist das alles nicht machbar. Ja, okay, also, wie heißt das so schön? Ein Däumchen wäre ein Träumchen oder ja, bis zum nächsten Video, euer Vagant.